Hallo, hier ist Christoph von smartphonetech.de und das ist ein Vergleichsvideo zwischen dem HTC One S und dem großen Bruder, dem HTC One X. Preisunterschied liegt bei knapp 100-120 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Hier geht mal ein Dank an getgoods.de, die uns das HTC One X zum Test zur Verfügung gestellt haben. Den vollständigen Testbericht findet ihr auch auf smartphonetech.de bzw. in unserem YouTube-Channel. Was können die Geräte? Erstmal, wir haben hier beim HTC One X ein kleineres 4,3 Zoll Gerät, HTC One X mit 4,7 Zoll. Wir sehen ja auch schon den Größenunterschied. Der ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also hier das HTC One X nur eine Spur höher und ein bisschen dicker. Dafür hat es aber auch dann einen größeren Screen. Und wir sehen hier bei beiden Geräten die gleiche HTC Sense UI 4 installiert. Von der Performance. Zuerst mal, die Geräte sind eigentlich beinahe gleich ausgestattet. Wir haben die gleiche 8-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Beim HTC One S haben wir 16 GB internen Speicher und hier beim HTC One X haben wir 32 GB Innenspeicher. Bei beiden Geräten brauchen wir eine Micro-SIM-Karte und von der Verarbeitung hier hat das HTC One S anfangs Probleme gehabt, und zwar hier am oberen Rand ist das so abgestückelt. Bei den neuen Chargen ist das nicht mehr der Fall. Grundlegend ein sehr gut verarbeitetes Metall. Das wird mit einer sogenannten Micro Arc Oxidation Legierung, also nicht beschichtet, sondern es wird quasi mit 10.000 Volt beschossen und dadurch entsteht dann das Schwarz und das Geraute. Das fühlt sich auch grundlegend ein bisschen noch hochwertiger an als wie hier das Polycarbonat des HTC One X. Vom Innenleben haben wir bei beiden Geräten 1 GB Arbeitsspeicher. Und beim HTC One S haben wir den Qualcomm Snapdragon S4 mit 2x1,5 GHz, also ein Dual-Core-Prozessor, wobei hingegen das HTC One X dann einen Tegra 3 Quad-Core-Prozessor hat mit 4x1,5 GHz. Hier läuft ein 4,3 Zoll Touchscreen mit eine Auflösung von 960x640 und hier haben wir den 4,7 Zoll Touchscreen mit 1280x720. Grundsätzlich zu den Prozessoren, Kerne sagen nicht alles und auch nicht die Taktzahl, das zeigen die Benchmark-Tests, denn hier schneidet das HTC One X fast bei den meisten Tests besser aus mit besseren Ergebnissen, denn der Qualcomm-Prozessor ist einfach sehr, sehr gut. Sehr schnell, er wird auch mit nur 28 Nanometern hergestellt und hier im Gegensatz zum 40 Nanometer hergestellten Nvidia Tegra 4, somit ist er auch energiesparender und der 1600 mAh Akku reicht eigentlich länger aus als wie der 1800 mAh Akku des HTC One X oder zumindest beinahe gleich schnell. Von der Performance her auch beim HTC One S hier auf der rechten Seite, das wirkt einfach ein Stück flinker als wie jetzt hier das HTC One X, was vermutlich auch auf den Prozessor zurückzuführen ist, der hier einfach ein bisschen besser angepasst wurde beim HTC One S. Von dem restlichen Menü hier gibt es keine Unterschiede, außer wie ihr seht hier beim HTC One X dauert es teilweise ein Stückchen länger als wie hier beim One S, dass eine Spur schneller ist. Es gibt aber auch hier vom HTC One X eine XL-Variante, das heißt HTC One XL, das dann mit dem gleichen Prozessor ausgestattet ist, plus LTE wie hier das HTC One S. Bei beiden Geräten kommen die gleichen vorinstallierten Applikationen. Dazu betrachtet am besten einfach die eigenen Videos der Geräte oder der Testvideos. Von der Kameraqualität gibt es keine Unterschiede, auch hier von der Auslösergeschwindigkeit nicht. Ich kann bei beiden Geräten die Kamera natürlich mit diesem Best Mode starten, wobei hier auffällt, dass wenn ich ein Video starte, das beim
HTC One S schneller aufnimmt als hier beim HTC One X. Vermutlich auch wieder auf den Prozessor zurückzuführen. Und hier kann aber gegebenenfalls noch ein Software-Update ein bisschen was bei der Performance bringen. Wer soll sich welches Gerät kaufen? Der, sag ich mal, Allrounder, der jetzt nicht so ein großes Gerät braucht wie das HTC One X, kann ja auf jeden Fall zum HTC One S greifen. Das ist ein sehr geniales Gerät mit einem sehr schnellen Prozessor und einer guten Kamera. Und wer dann jetzt dann doch einen Samsung Galaxy S3 Gegner braucht mit einem riesen Screen oder mit einem großen Screen, hier im Vergleich das Galaxy S3, kann auch zum HTC One X greifen. Das war's. Die verschiedenen Testberichte findet ihr auf smartphonetech.de bzw. in unserem YouTube-Channel die eigenen Videos. Ich sage danke fürs Zusehen und YouTube-Channel abonnieren.